Yoshi. Raja Gerechtigkeit für ihren toten Freund versprochen. Sprich mit Aratak, das mache ich auf jeden Fall auch noch, bevor ich aber irgendwas davon mache. Vaga, nicht Vega, Vaga. Eventuell. Reden wir. Ich habe einen Eisdorn, genau wie Aratak. Willst du mal sehen? Im Ernst jetzt? Ja, ja, furchtbar gern. Okay. Klarer Baufehler. Ja, klar. Wenn ich die ersetze... Ja, das sollte... Gut, ob du es glaubst oder nicht. Sie erfüllt erst höchstens ihr halbes Potenzial. Warum denn sie? Oh, Pap sagt, alle Waffen sind weiblich. Er merkt gar nicht, dass das ein Kompliment ist. Folgendes. Wenn wir das Gebiss eines Donnerkiefers hätten, würde sie wirklich fantastisch laufen. Und ich weiß, wo einer ist, wenn du mit mir jagen willst. Was brauchst du nochmal für die Reparatur? Das Gebiss des Donnerkiefers reicht aus. Falls ich etwas finde, das dir gefällt, komme ich zurück. Ja, bitte. Hallo? Will sie jetzt mitjagen oder nicht? Ich meine, komm schon, ein Donnerkiefer. Oh. Darauf war ich jetzt irgendwie nicht vorbereitet, aber okay. Es ist schön, aus tiefem Schnee zu kommen. So, da ist dein Donnerkiefer. Ich bin bereit dafür. Auf dein Zeichen. Alles klar. Wo ist der Donnerkiefer? Ernsthaft, Vaga, wo ist hier ein Donnerkiefer? Bin ich blind? Da ist ein Donnerkiefer. Ja, das habe ich befürchtet. Deshalb wollte ich seine andere Waffe auch noch abschießen, bevor ich irgendwas mache. Mit Donner komme ich hier nicht weit. Ich denke, da gehe ich direkt da mal auf Jagd. Damit kann Vaga den Eisdorn flicken. Ich hab das Teil. Bereit, die Waffe zu flicken? Ich bin immer bereit, eine Waffe zu flicken. Dass ich mal froh bin, einem Donnerkiefer in den Schlund zu blicken. Ich bin es. Es sind nur große Werkzeugkisten.
sobald sie dich nicht mehr töten wollen. Glaub mir, Aloy, du wirst diesen Eisdorn nicht wiedererkennen. Das glaube ich dir, tatsächlich. So. Oh, sie ist perfekt. Speere sind alle gleich. Pikschlitz tot. Der Kühlsaft fließt jetzt besser als Kompass und Klier. Noch ein Werfer drauf. Und jetzt schießt sie Eisstacheln. Tada! Ich bin beeindruckt. Viel schöner und mächtiger. Das ich finde es auch schön, dass der Wächter so im Hintergrund sich einfach gedacht hat, ach, die reden, komm, lass sie ruhig gehen. Machst du Witze? Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß. Ich sollte dir danken. Ich bin die, die jetzt die Waffen hat, oder? Es wäre falsch, Geld dafür zu wollen, meiner Leidenschaft nachgegangen zu sein. Erzähl das nur Paps nicht. Hier, wenn ich an Waffen bastle, habe ich immer Unmengen von dem Zeug. Vielleicht kannst du es ja gebrauchen. Das ist so cool. Blauglanz. Ich krieg auch noch was dafür, dass sie meine Waffen verbessert. Das finde ich schön. Ist Kanone. Na, da bin ich auch mal gespannt. Muss ich auf jeden Fall bei Gelegenheit mal einsetzen. Ich könnte es einfach mal an dem Wächter ausprobieren. Komm her. Du bist kein Wächter. Aber ich schieß. Das dauert lange. Aber funktioniert. Okay, gut zu wissen. Trainierst du schon wieder, Ikri? Was für ein Jäger bereut denn sein Training? Ich hab's nicht eilig, nach Ban-Ur zurückzukehren. Noch nicht. Willst du darüber reden? Über die Sache am Gletscher? Na, ich kämpf mich durch. Beiß die Zähne zusammen und schmecke die pure Entschlossenheit. Was mit dir, Aloy? Lust auf eine Prüfung? Welche Art von Prüfung? Ein Wettbewerb? Nein, gemeinsam. Wir nutzen das Jagdgebiet und meine Regeln. Lawok hat zugestimmt. Wir nehmen so wenig wie möglich mit. Meine Schleuder, dein Bogen. Du lockst die Maschinen zu mir und ich friere sie ein. Wenn sie brüchig sind, schlägst du zu. Wir kämpfen, bis uns die Maschinen oder dir die Pfeile ausgehen. Das ist die Prüfung. Ehrlich gesagt kämpfe ich sonst eher alleine. Und ich kämpfe sonst eher an jemandes Seite. Also, warum legst du deinen Speer nicht neben meinen? Du frierst sie ein, ich schieße. Klingt ganz einfach. Wirklich? Und dann brauchst du nur halb so viele Pfeile, wie ich vorgesehen hatte. Warte. Ich vertraue auf dein Können. Vertraust du auf meins? Eine Banuk-Prüfung ist harte Arbeit, oder? So sieht's aus. Na los, legen wir unser Zeug ab und gehen. Aloy! Lock die Maschinen hierher. Ich friere sie ein. Keine Sorge, ich treffe. Dann greife ich an, wenn sie verletzbar sind. Okay. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt habe. Aber okay. Na ja, komm schon, ich bin hier. Von denen wagt es nicht. Das wäre natürlich nett. Eine Maschine nach der anderen erledigen zu können. Aber die Freiheit habe ich wirklich. Tatsächlich daneben geschossen.
Kopfschuss. So, wo ist die letzte Maschine? So, es sind mehr Maschinen als nur die 5. Hi. Wo haben wir denn noch mehr Maschinen? Alright. Hi. Ich hab da so ein ganz böses Gefühl. Würdest du was ausmachen, vielleicht anzufangen? Ich wäre dir wirklich sehr verbunden. Lass das Vieh mal noch ein bisschen brennen. Es erledigt sich schon von alleine. Mal gucken, ob ich mit 17 plus 5 Feuerpfeilen das Monster hier auch noch erledigen kann, aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Sofern es mir denn nachkommt. Mir gefällt. Aber ich lasse ihn erstmal brennen. Ich habe ja Zeit. Was mir fehlt, sind Pfeile. So, das sollte es aber doch gewesen sein. Stirb! Geschafft! Das haben wir! Das sah so leicht aus. Yeah. Hier, hast du verdient. Wer lehrte dich? Deine Mutter? Schwester? Sein Name Satzbelohnung. Keine. Klingt sehr nach Nora.
Ich kann ihn mir vorstellen. Wie ein Baumstamm. Und du? Ich selbst. Meine Eltern kannte ich nie. Es gibt ein Sprichwort. Ein Kind raubt einem zwei Hände zum Jagen. Diese Prüfung war ihr Geschenk an mich. Hehe. Eine gute Prüfung, Ikri. Sollte ich sesshaft werden? Mit einem eigenen Jagdgebiet? Ich glaube, du kannst tun, was immer du dir vornimmst. Sag mir nicht, Lebewohl. Davon hatte ich genug für ein Dutzend Winter. Ich hoffe, dein Lied erklingt bis zum Schluss. Doch es wird nicht leicht, oder? So offensichtlich. Das Schicksal ist wie ein langer Weg auf Klippen für Leute wie dich und mich. Ja, das habe ich gut gemacht. Definitiv gut gemacht. Wo ist denn jetzt die Jägerloge an sich? Hier. Zu dir will ich ja eigentlich. Die Kälte fühlt sich beinahe wie Sonnenbrand an. Du bist willensstark. Das kann man nicht lernen. Die Herausforderung der Häuptlingsprüfung bringt selbst die größten Jäger an ihre Grenzen. Wir lassen nur die größten und gefährlichsten Maschinen in diese Arenen. Erkenne schnell ihre Schwachstellen und nutze sie dann überlegt aus. Siegen und überleben. Das ist eines jeden Häuptlings würdig. Rutsch am Seil in die Arena, dann fangen wir an. Es dauert etwas, die Maschinen vom Pass in die Arenen zu locken. Begib dich dann hinab. Lege alle großen Maschinen. Ich beginne mit einem Versänger. Mit zwei Versängern. Na, das wird ja lustig. Muss ich auf jeden Fall nochmal eine andere Waffe ausrüsten, wobei die sind schwach gegen. Das Schießen spare ich mir für das Jagdgebiet auf. Naja, warum nicht? Vorgestellt habe. Das war ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe.
Zwei Brüllrücken und zwei Frostclowner, das wird doch schon eher... So, ich habe aber ja nicht ewig Zeit, deswegen renne ich hier auch mal weiter. Ich habe noch 2 Minuten für 2 Frostclowns zu erledigen. Unter 2 Minuten für 2 Frostclowns. Nichts Munition! So! Ich will nicht sagen, dass es einfach war, aber ich habe es beim ersten Versuch geschafft. Und das ist doch auch mal was wert. Ah, ich bin halt auch ein richtiger Häuptling jetzt, ja. Also... Ich sollte jetzt allerdings auch nicht zu Tode stürzen, so als Häuptling. Das wäre irgendwie unangenehm. Gleich beim ersten Versuch. Und dabei sah es auch noch leicht aus. Ich schwöre aufs Eis. Du bist ein wahrer Banuk-Champion. Alle Aktivitäten abgeschlossen. Heißt das, ich habe alles getan, was ich so tun kann? Was die Langhals-Banditenlager und Jagdgebiet-Quests im Schnitt abgeschlossen. Schade eigentlich. Also tatsächlich nicht alles, was ich tun kann, aber immerhin schon mal ein gutes Stück davon. Mir reicht's mit dem Training. Dann reicht's dem Training auch. Aber nehme ich. Immerhin habe ich alles getan, was ich als Häuptling jetzt wohl neu so tun kann. Außerdem befinde ich mich auf gutem Weg zu Level 60 und zum Donnerkamm natürlich auch. Ich muss ihn ganz vorsichtig anfassen. Schuldige wurde gefasst und wird seiner gerechten Strafe zuführen. Lassen wir diesen Mord. Fremde, dieses Gespräch ist mir eine Ehre. Ich habe von dir gehört. In jeder Strophe deines Liedes geht es um einen unmöglichen Sieg. Das Echo ertönt im ganzen Schnitt. Man sollte nicht allem Glauben schenken. Das weiß ich. Mein Lied erschallte früher in Ban-Ur. Umnak,
Jäger von legendären Maschinen. Darum bin ich hier. Für noch eine. Man nennt sie die Mörderklaue. Zumindest als ich jünger war. Ihr Tod wäre ein gutes Ende für mein Lied. Ich konnte früher ohne Schlaf von Van Uhr bis in den Schnitt reisen. Aber diesmal bin ich müde, Jägerin. Doch du, stärker als Aratak, mit deinem eigenen Verak. Wenn auch nur die Hälfte deines Liedes stimmt, bist du die Einzige, der ich diese Jagd anvertraue. Ich soll für dich jagen gehen? Nicht nur für mich, nein. Für einen alten Freund. Ich soll an deiner Stelle jagen. Ist das so eine Art Banuk-Brauch? Sollte es vielleicht, aber nein. Wir überleben und siegen, bis wir an beidem scheitern. Ich gebe zu, das ist nicht leicht für mich. Für jede andere Maschine würde ich einfach sterben, als Banuk-Jäger bei der Jagd. Doch die Klaue hat zu viele Leben gefordert. Mich wegen ihr in den Tod zu stürzen, bewirkt rein gar nichts. Lieber in einer Welt ohne Klaue leben, als zu sterben, während sie noch immer Leben auslöscht. Du scheinst ziemlich bekannt zu sein. Ein Banuk bringt seinen Körper an seine Grenzen. Und meine Grenzen waren hoch. Maschinen mussten erlegt werden und in meiner Jugend erkannte ich mein Talent dafür. Selbst jetzt ist mein Name noch so bekannt, dass der Verak zu mir kam. Wegen der Mörderklaue. Glaubst du immer noch genauso an dich, wie es dein Verak zu tun scheint? Früher einmal. Bevor der Bogen in meiner Hand zitterte. Erst da sah ich zum ersten Mal die Flecken auf meinen Händen. Wie seltsam es doch ist, alt zu sein. Man blickt auf solch einen langen Weg zurück. Doch vor einem ist nichts als eine Wand. Diese Maschine, die Mörderklaue. Warum den Weg zum Schnittreisen, um sie zu jagen? Manchmal haben die Lieder Refrains, in denen ein Moment wiederkehrt. Es schien passend. Du hast sie schon mal gejagt. Das muss 20 Winter her sein. Wir waren so nah dran, die Klaue zu besiegen. Wir waren näher dran als je zuvor. Wir? Ich und mein Freund. Er war damals ein Häuptling meines Veraks, ein guter Jäger. Alle paar Jahre tauchte die Klaue an einem neuen Ort auf. Ich kannte zwei Häuptlinge, die sie ins Grab gebracht hat. Mein Freund wurde der Dritte. Diese Jagd. Ich hoffte, sie für ihn zu beenden. Das scheint dir wirklich wichtig zu sein, Umnak. Willst du wirklich, dass jemand anders die Maschine erlegt? Ich bin der Mörderklaue nicht mehr gewachsen, sofern ich es je war. Stelle ich mich ihr, tötet sie mich. Daran besteht kein Zweifel. Das Banuk-Blut in mir lechzt danach, es selbst mit der Klaue aufzunehmen. Aber sie muss erledigt werden. Und Tote vollbringen wenig. Na gut, Umnak. Ich tue, was ich kann. Du kannst zweifelsfrei eine Menge tun. Es heißt, die Mörderklaue kehre nur einmal alle 6 Winter zurück. Ich habe gehört, sie soll am nordöstlichen Rand des Schnitts zu finden sein. Gute Jagd. Sollen wir hier rumstehen und... Ha. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber kein Problem. Ostrand des Schnitts. Umnak sagte, hier fände ich die Mörderklaue. Zum Glück war ich ja schon überall. Und je nachdem, was genau die Mörderklaue ist, ziehe ich mich nochmal um. Da bist du. Umnak hatte recht. Aloy, du hast definitiv bessere Augen als ich.
Dämonischer Steinbrecher. Oh. Ein Steinbrecher. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, die Mörderklaue wäre mit Sicherheit eine Eisklaue einfach. Eine Frostklaue. Halt sowas. Oder das hier. Aber ein Steinbrecher, damit habe ich zugegebenermaßen nicht gerechnet. Schwäche ist Eis. Gut zu wissen. Damit habe ich ganz ehrlich nicht gerechnet. Ah. Ich meine, ich tue ihr weh. Das ist ja alles auch ganz schön und gut. Aber sie tut mir auch weh. Und diese Waffe ist so verdammt langsam. Mir weiß Gott keinen Gefallen damit tun. Ja, das bringt so nichts. Ich hab keine Lohe mehr. Ja, schöne Schande. Dass das gerade noch geklappt hat. Umnak hatte recht damit, dass du zäh bist. Weil Lohe hätte ich keine mehr gehabt. Von daher. Phew. Das Ding war zäh. Es heißt, du hättest den Tod über die Banditen. Es ist vorbei.
Es war nicht leicht, aber der Steinbrecher wird nie wieder jemanden verletzen. Die Mörderklaue. Erlegt von einer Fremden. Dieser Vers deines Lieds wird weit reisen. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Die Menschen werden ihren Liedern selten gerecht. Du bist eine Ausnahme. Und du hast mir einen Wunsch erfüllt. Mein Feind ist gefallen, wie die vielen Jäger, die er tötete. Mein Freund, mein Häuptling. Er wäre froh, dass andere nun sein Schicksal erspart bleibt. Nimm dies zum Dank. Du hast es dir mehr als verdient. Tunnelleiter, viel zu tun.